So, ihr Lieben, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dayland. Kurze kleine Randinfo. Ich habe mal ein bisschen gefarmt. Das bedeutet, ich habe jetzt mal hier so ein halbes Stündchen, beziehungsweise, ja doch, so ein halbes Stündchen ein bisschen gegrindet. Bedeutet, aktuell ist es halt so, ich habe niemanden auf meinem Planeten landen lassen, außer den Herrn Locke, damit ich ein bisschen was verkaufen und kaufen kann. Wie man sieht, habe ich von allem genug. Zwischendurch hat sich es einfach so ergeben, ich wollte Kürbisse anernten und dann ist der Mond leider drauf geschienen, so wie ich euch das gezeigt habe. Und dann hat er den halt einfach hierhin, hier zu dem Dingsbumsfair verwandelt. Das konnte ich jetzt leider nicht mit aufnehmen, sonst hätte ich das ganze Gefarm auch mit aufnehmen müssen und darauf hatte ich jetzt keine Lust. Währenddessen habe ich noch mal ein bisschen was, mir noch ein paar Waffeln gegönnt. Und ja, habe mich hier so ein bisschen eingerichtet. Holz habe ich auch ein bisschen gemacht. Wir haben Wassermelonen bekommen durch einen Meteoriten. Super, kann ich auch gleich einernten. Ich habe alle Felder fertig geupgradet, ich habe alles fertig gemacht, dass wir hier die Sachen bauen können. Von daher, ja, was der verbesserte Eimer bringt, weiß ich nicht. Die Fackel sieht halt besser aus, naja, was man hat, hat man, ne? Von daher, jo, den Alkohol konnte ich vom Herrn Locke kaufen. Und deswegen habe ich mich auch mal, ich habe oben links meine ganzen Kristalle benutzt, um einfach Flaschen herzustellen. Die konnte ich dann saugut an den Herrn Locke verkaufen. Und daher habe ich ein bisschen Kohle gehabt. Da habe ich mir auch gleich den Alkohol generell von dem Herrn Locke gekauft, weil Limac doch recht schwierig zu finden ist. Ansonsten habe ich niemand anderes auf meinem Planeten landen lassen, habe auch nichts anderes angebaut, außer ein paar Sachen einfach, um die zu kriegen. Von daher habt ihr nichts verpasst. Bring mir mehr köstlichen Mais. Pop, pop, pop. Ich liebe dieses Geräusch. Wunderbar. Wir haben die Quest jetzt auch abgegeben. Ich brauche neue Larven. Ich kann jetzt auch Wassermelonen kaufen. Kaufe ich mal zwei Stück. Der will natürlich Mais haben. Seebarsch kriegt er von mir. Kürbis und so ein Kram kriegt er von mir nicht. Eichel auch nicht. Ansonsten schickt das. So, ich habe im Moment keine Aufträge. Super. Kohle haben wir auch ein bisschen mehr bekommen. Metall habe ich jetzt auch ein bisschen was. Das bedeutet, wir könnten eigentlich, also entweder für die Werkstatt sparen, Entschuldigung, für das Labor sparen, oder aber so, jetzt haben wir genug Kürbis. Ich zeige euch das mal. Ja, mit mir den Kürbis, dann lässt du den Mond drauf scheinen und bam, jetzt ist es ein Dingsbums. Jetzt ist es ein Zauberkürbis, ein Riesenkürbis, Entschuldigung. Jo. Damit habe ich so ein bisschen verbracht, so nebenher, einfach so. Wollen wir das mal ausbessern? Ah, super, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Kann ich das eigentlich noch mal ausbessern? Dafür brauche ich Silber und Metall, viel Metall. Okay, dann hat sich das gegessen. Ansonsten würde ich Holz jetzt erstmal abernten, wenn ich wieder ein bisschen von den Dingern habe. Das passt eigentlich. Und jetzt können wir, ja, ich habe aber wirklich niemanden landen lassen, um euch einfach alle Stories und Quests mit voneinander geben zu hier zu lassen. Also die Moon hat mich versucht zweimal zu besuchen, der habe ich einfach keine Landeerlaubnis gegeben. Da ich genug Mais hatte, habe ich den Bram auch nicht landen lassen. Oh, ich habe nur noch einen Mais, da muss ich ein Feld auf jeden Fall anernten.
Und ja, solche Sachen halt. Und zwischendurch hat es natürlich noch geregnet. Ansonsten habe ich eigentlich nichts gemacht, außer Baumwolle geerntet. Und von daher passt das. Jo. Ich wurde zwischendurch auch nochmal von Monstern angegriffen, aber die haben ja nichts Besonderes gehabt. Und deswegen gucke ich mal, wie es läuft, wie der nächste Besuch kommt. Das ist alles immer so ein bisschen random. Wir können natürlich die Melonen auch essen. 15, 20 Gesundheit, 15 Lebensmittel, das ist okay, aber eine Fuhre Melone für alle drei Felder hätte ich schon gerne zum Aufheben bereit gehabt. Und von daher, jo, 7 Minuten. Meinst du was? Machen wir mit den Kürbis nochmal. Der ist in 2 Minuten bereit. Die brauchen auch noch 7 Minuten. Dann würde ich sagen, kriegt die Blume noch mal eine Runde. Wunderbar. Super. Oh, haben wir sie auch schon. Der hat bestimmt wieder eine neue Quest für uns. So. Ah, die Musik ist schön. Finde ich super. Moon, 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 Moon. Hallo, ich würde gerne mit dir sprechen. Weiß X hat uns Informationen über die mögliche Herkunft von Dalen gegeben. Die kleine Größe der Kristallalter und die häufigen Monsterangriffe deuten darauf hin, dass es sich um einen Kleinplaneten handelt. Wie Pluto. Haha. Diese Planeten gibt es nur extrem selten im Universum. Sie haben ein Kristallherz, das voller Magie steckt. Oh, ich kann es spüren, Moon. Ich kann das Herz des Planeten die ganze Zeit hören. Daland ist ein ganz besonderer Planet. Du bist sein erster Bewohner. Da du sein erster Bewohner bist, musst du ihn beschützen. Ja. Ich bewundere deine Tapferkeit. Hier, nimm diese Erkundung, dieses Erkundeabzeichen. Wow, das ist schön. Mit diesem Abzeichen kannst du mich jederzeit rufen. Das sollte eigentlich die Moon sagen. Ich habe im Moment keine Aufträge. Super. Wunderbar. 12 Sekunden, 2 Minuten, auch 2 Minuten. Das läuft super. Gut, dann haben wir schon das Erkundeabzeichen. Ungefähr hier, wenn wir das aktivieren, dann kommt die Moon direkt vorbei. Außer wenn natürlich andere Charaktere hier drin sind, die mit denen sie noch nicht agieren kann. Lass mich mal ganz kurz überlegen. 26. Das bedeutet, ich will mindestens 25 Pinienkerne haben, bevor ich das kleine Wäldchen hier nochmal abholze. Ansonsten, Kristallherz haben wir jetzt auf Stufe 2. Wir brauchen wieder von denen ein paar Sachen. Hier können wir was bauen, brauchen wir aber nicht. Das brauchen wir auch nicht. Habe ich ja auch mehr als genug. Oh, super. Super, da haben wir jetzt auch nur einen Riesenkürbis. Das geht auch nicht anders. Noch einmal Mais, dass ich es ja nicht vergesse. Kann ich hier noch? Nee, ist alles leer. Schade. So, Metall, das ist wunderbar. Ja, ansonsten, wie gesagt, Werkstatt, Labor. Und jetzt warte ich nur noch, bis der Herr Locke vorbeikommt. Ansonsten könnte ich eigentlich hier noch ein bisschen Steine farmen. Oh, Regen. Das Regen ist immer gut. Wo ist der Regen? Wolken sind ganz schön tief. Oder soll das Nebel sein? Da ist der Regen. Okay. Der Brunnen ist voll, der Brunnen ist voll. Die Nutzpflanzen sind auch fertig. Hier noch mal drüber regnen. Wunderbar. Super. Freut mich. Das läuft doch ganz gut. So, Sonnenblumen haben wir. Dann würde ich gerne noch mal eine Fuhre Wassermelonen machen. So,
insgesamt eine komplette Fuhre. So, haben wir hier noch Regen. Könnte der Regen theoretisch auch noch mal drüber. Einfach nur mal kurz drüber, das sollte schicken. Wunderbar. Hier auch noch mal drüber. Hier auch noch mal drüber. Dann kann ich noch mal eine Runde Saatgut abgrasen. Wenn ready natürlich. Aber ich denke mal, das läuft ganz gut. Guck mal, es fällt sogar schon freiwillig zu Boden. Es will gesammelt werden. Schön, freue ich mich, dass das so gut läuft. So, Pilzchen, wunderbar. Das sieht doch schon mal sehr einladend aus. Schneiden, schneiden, schneiden. Nein, aber den kann ich in der Mitte schieben. Super. Komme ich da irgendwie hin? So. Ich denke mal so 35 bis 40, weil Holz habe ich eigentlich genug. Wie viel Holz haben wir dann? 77. Ja, ich habe ein bisschen was an den Locke verkauft, weil ich unbedingt noch das Eisen kaufen wollte, damit ich nicht so viel farmen muss. Von daher passt das eigentlich. Beeren habe ich jetzt nicht so viele. Wie, ich habe keine Beeren mehr. Nein, ich habe alle Beeren gefressen. Na gut, dann muss ich warten, bis der wieder welche setzt, weil ich glaube 3 bis 4. Ja, ich könnte wieder noch mal ein paar von den Beeren, Meerbeerenbüsche sammeln, weil das doch 2 Stück doch ein bisschen wenig ist. Ja, gieße ich noch mal. Die Pilze kümmere ich mich gleich, wenn ich meine Pflanzen gegossen habe. Das ist doch super. Hab das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Ich muss mich sofort darum kümmern. Ja, ist ja gut, das machst du wunderbar. Das macht der Kleine wunderbar. So. Mann, ist das schwer. Immer diese Eimer hier, die sind ja grausam. Ich weiß auch nicht, was es bringt, wenn der Eimer Stufe 2 ist. Lass mich raten, das sind wieder diese Lava-Viecher. Da immer schön mit dem Hammer drauf. Das sind so Steinfeuerviecher. Weil habt ihr nämlich schon mal versucht, mit Magie zu bekämpfen. Du kriegst nämlich später Magie. Und die sind halt gegen Feuer resistent. Habe ich ja auch im Stream schon mal gezeigt. Von daher ist das alles nichts Neues. Ja, okay. Ich kann bald wieder Holz ernten. Noch mal eine Fuhre. Dann sollte ich aber auch genug haben. So, wo sind denn jetzt die Pilzchen? Will ich die so suchen? Nee, komm, ich nehme den Suchmodus. Wozu bin ich dann hier Chef vom Planeten? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn diese ganzen Monsterangriffe nicht wären, würde ich hier auch leben wollen. So Urlaub machen. Ist nicht einfach. Aber es ist schön ruhig. Finde ich persönlich eigentlich auch sehr geil, weil wenn du genau hinhörst, hörst du fast nichts. Das ist schon ganz cool. Gut, auf der anderen Seite ist ein Planet, ne? Und so viel ist da jetzt auch nicht am Laufen. So, Stroh. Was brauchen wir noch? Stroh und Stoff. Stroh können wir, glaube ich, noch nicht herstellen. Das kannst du später machen. Da kriegst du ein Rezept, wo du Stroh machen kannst. Wundert mich, dass wir das noch nicht haben. Weil normalerweise ist das kein Problem, weil du dafür nur Weizen brauchst. Den haben wir ja von Anfang an schon. Aus Gründen. So, Locke. Blöde Mücken. Ich habe jetzt hier wieder eine einzige Fliege drin. So, erstmal verkaufen. Was willst du dann haben? Baumwolle, Golderz. Die giftigen Pilze kriegst du. Einen kriegst du. Einen. So. Hier ist der Kürbis. Oh, gut, jetzt haben wir alle Zutaten. Jetzt müssen wir den Zaubertrank nur noch einen Namen geben. Schauen wir mal. Was bewirkt er? Riesengröße. Jeder, der diesen Zaubertrank trinkt, wird groß wie ein Berg. Ich hab's. Benennen wir ihn nach der fiktiven Figur aus einer Geschichte. Gulliver, ja, das klingt gut. Der Trank wird sich auf dem Zaubermarkt gut verkaufen. Hier, du hast eine Probe verdient. Wenn wir den trinken, werden wir groß. Bringt aber nicht so viel. Immer wenn ich mit dir rede, in diesem Umhang siehst du aus wie ein Prinz. Ah. Ein Prinz? Ja,
Kennst du die Geschichte der Prinzen nicht? Entschuldigung, ich vergesse es immer, die Stimmen nachzumachen. Die Prinzen waren ganz besondere Menschen und sie trugen solche Umhänge. Aber das Wichtigste ist, dass sie mit Hilfe ihres Kristallherzens Magie steuern konnten. Und du denkst, dass ich, also dass ich ein Prinz sein könnte? Ja. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, aber wir können es herausfinden. Wie? Versuche einen Zauberspruch mit einem Magierstab auszusprechen. Ich zeige dir, wie man einen herstellt. Du wirst allerdings etwas Kristall brauchen. Neues Rezept, neue Mission, super. Haben wir schon so viel? Ja, nee, haben wir nicht. Kacke. Ja, ich bin so erschöpft. Na gut, wir müssen einen Zauberspruch machen. Dann können wir... haben einen Magier-Dingsbums. Aber ob das was bringt? Weiß ich nicht. So, hier liegt noch ein Pilz herum. Wir sind müde, wir können sonst nichts machen. Naja, wir können doch an dem Baum rütteln. Das bedeutet, so ganz hilflos sind wir jetzt nicht. Ah, 40, das passt, da kann ich den gleich mal abernten, aber erst nochmal eine Runde pennen. Dann sollte das gehen. Ich habe übrigens auch keine Albträume. Prinz. Nee, du. Prinz des Nichts. Aha. So, so. Ja, wie gesagt, sind halt Albträume, die uns so ein bisschen begleiten. Das lernen wir aber später noch kennen, was es mit denen auf sich hat, warum wir sie haben und so weiter, von wem die kommen, etc., etc. So, wir könnten also eventuell ein Prinz sein, ein magisches Wesen, das mit dem Planeten verbunden ist. Ich verstehe, glaube ich. Ich versuche es zumindestens. So, Regen, Regen, das gibt Segen. Dann will ich hier nochmal Holz ernten, obwohl eigentlich könnten wir das auch mal liegen lassen, weil aktuell brauche ich ja kein Holz. Obwohl doch so ein bisschen Holz, dass wir so 100, 200 Einheiten haben, das sollte dann passen. Dann geht das dann schon. Nehmen wir mal eine Fackel. Der Regen muss auf die andere Seite vom Planeten. Und dann kann ich hier das Ding abgrasen. So, hier nochmal aufsammeln. Ja, das lief eigentlich ganz gut. Vielleicht ein bisschen viel. Ich glaube, ich habe diesmal wirklich... Ja, siehst du, da fängt es schon an. Das war nicht so geil. Na gut, dann mache ich wieder weniger. Ich glaube, ich habe diesmal 9 Stück genommen. Mache ich wieder 7 Stück. Ja, je nachdem immer, wie sie stehen. Du kannst, glaube ich, bis zu 10 Bäume abgrasen, ohne dass die... also du kannst natürlich unendlich viele Bäume anpflanzen und diese dann auch verbrennen. Das ist kein Problem. Aber die Frage ist halt, macht es dann auch natürlich Sinn, ne? Wenn ich jetzt 12 Bäume hier anpflanze, dann habe ich natürlich einen riesen Holzvorkommen. Das Problem ist, wenn ich dadurch halt irgendwie 3 Bäume sich dann auflösen, weil ich die nicht schnell genug aufheben kann, dann macht das natürlich wirklich wenig Sinn, diese Bäume dann auch zu pflanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das bedeutet so 7 bis 8. Na, machen wir 7 bis 8 Stück und dann passt das schon. Wunderbar. So, wen haben wir hier? Bram. Wie ich sehe, hast du eine Küche zu deinem Haus hinzugefügt. Gut gemacht. Jetzt kann ich dir beibringen, wie man meine Gerichte zubereitet. Süß oder herzhaft? Süß. Ja, es war klar. Okay, ich habe ein besonderes Rezept. Aber zuerst musst du mir diese Zutaten bringen. 3 Limatsch und 2 Insektenflügel. Und das soll essbar sein? Nur, wenn man weiß, wie man es kochen muss.
Alles klar. Ich kaufe trotzdem noch hier die Dinger. Vielleicht kaufe ich doch noch mal 2 Heidelbeeren. Dann kann ich hier einfach noch mal was anbauen. Weil ich es irgendwie die ganze Zeit verkacke, den Bärenbusch abzuernten. Nein! Ah, schon wieder verkackt. Na gut. So, jetzt habe ich 4 Stück. Dann ist das halt so. Okay, warte mal. Warum verkaufe ich denn nicht den bis jetzt gefangenen Fisch? Verkaufen. Habe ich überhaupt irgendwas, was ich dem verkaufen kann? Fliegenpilz habe ich ziemlich viele. Machen wir, ja, 14, dann habe ich ungefähr, dann passt das. Ja, das passt, dann habe ich auch ein bisschen Geld gemacht. Das ist okay. Dann ist der nicht umsonst hergekommen. Und hat mir das Geld aus der Tasche gezogen, sondern hat auch ein bisschen Geld dagelassen. Wir leveln ganz gut. Von was brauche ich denn noch einiges? Ich würde sagen, Mais mache ich noch einmal. Dann natürlich Karotten. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr angepflanzt. Ich könnte natürlich den Gulliver-Trank trinken. Ich muss mal gucken, ob ich gucken kann, wie ich den selbst herstellen kann. Hier, Labor muss ich noch bauen. Okay, deswegen den Gulliver-Trank wirst du später in der Story auch nochmal brauchen können. Deswegen ist die Frage, trinke ich den, um es euch zu zeigen? Und brauche den später nach, aber wenn der halt so riesenteuer ist, dann bringt das halt nichts. Ich muss dringend was trinken hier, die ganze Zeit am Labern, die ganze Zeit aufnehmen. Macht natürlich keinen Sinn, wenn ihr, also macht schon Sinn, aber wenn dir der Hals brennt, dann ist das natürlich doof. So, wunderbar. Und da bin ich schon knapp 3 Stunden am Aufnehmen, fast. Oh, du Lümmel. Komm her. Jetzt aber. Ah, ja, schluck das, Penner. Nimm das, du Ganove. Entschuldigung, ich will nicht so böse sein. Nicht bei dem Spiel. Bei Dark Souls von mir aus. Bei LOL kann man auch mal ein bisschen ausrasten, aber hier muss das nicht sein. So, jetzt können wir uns ein... Jetzt haben wir einen Zauberstab. Haben aber noch keine Zaubersprüche. Kommt alles noch. Lernen wir aber später kennen. So, 2 Fische. Mehr kann der Bach aktuell nicht führen. Oh, das war knapp. Na komm. Komm, Fischi, 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 Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Super. Wenn der Bram dann das nächste Mal da ist, dann kriegt er auch wieder ein bisschen Fisch verkauft. Wunderbar. Obwohl es eigentlich besser ist. Moon! Ich freue mich immer, wenn die mich besucht. Das ist schön. Hallo Moon, guck mal, ich habe ganz viel gebaut. Bist du jetzt stolz auf mich? Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Ja, aber bleib hier, ne? Genieß deinen Aufenthalt. So, ich versuche, wenn ich den Arco so ein bisschen spreche, so ein bisschen eine hellere Stimme zu machen. Hier ist so eine ganz kleine Kinderstimme. Ne? Bin Arco, hallo. Ansonsten, meine normale Stimme sollte so eine kleine Erzählerstimme sein. Und ich weiß nicht, den Locke versuche ich so ein bisschen wie einen alten Mann zu sprechen. Den Bram, ja, der rollt das eher so ein bisschen, weil der auch mit 2 R geschrieben wird. Deswegen versuche ich den so ein bisschen klingen zu lassen wie so eine kleine Hexe. Und ja, ich muss mir nur bei den anderen irgendwas aussuchen. So, Labor. Ja, ich brauche Metall. Ich brauche Metall. Ansonsten... Ansonsten habe ich alles. Holz habe ich mittlerweile auch recht viel. Ah, oh, super, Metall gefunden. Das ist super. Was habe ich denn für Aufgaben? Klar, natürlich, erweitere dein das Haus um ein Labor. Das da und ich brauche Limatsch und Insektenflügel. Die Frage ist, wo kriege ich das her? Limatsch wird nämlich von Limus, hier von diesem kleinen Schleimbeutel, fallen gelassen. Aber das Problem ist, dass die nur einmal angreifen. Das ist nicht so gut. Die haben nur einmal angegriffen.
Ich weiß auch, wo man den später herkriegt. Die Frage ist, wann schalte ich das in der Story frei? Deswegen würde ich eher sagen, ich kaufe den ganzen Shit vom Dingsbums, vom Zauberer, den ganzen Kram. Und dann können wir die Quest ein bisschen rushen, obwohl bei den Insektenflügeln bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich sollte eigentlich demnächst aber auch von denen angegriffen werden. Von Monstern, die das fallen lassen. Das ist aber oft so. So, okay. Ja, läuft ganz gut. Okay, das können wir ja noch nicht verbessern, ne? Genau, da brauchen wir erst Silber und Metall. Alles klar. Okay. Unser kleiner Akku-Wunderschöpf muss jetzt erstmal Eier machen gehen. Hier sind keine Fische. Das ist blöd. Aber ich sammle noch ein paar Pinienkerne. Guck mal, ich habe 44. Ist das nicht schön? Hey, guck mal, ich bin im Mond. Bin der Prinz und der Chef. Haha, das ist mein Planet. Seid willkommen. Jo. Wollen wir mal eine Runde pennen mit dem kleinen Bubi? Kann ich auch noch mal meine Waffe beißen? Boah. Eigentlich so lecker. So, Wassermelonen sind ready. Ich esse die voll gerne, diese kleinen Frischeiwaffeln. Oh, die sind sau lecker. So, wollen wir den Mais mal gießen. Ich versuche es einfach beim Sehen darauf zu achten, dass das, was ich am wenigsten habe, dass ich das einfach ein bisschen rumbenutze. So, dass ich von allem so einen kleinen, leichten, kontinuierliches Inventarwachstum besitze oder anstrebe. Locke, ich habe den Zauberstab fertig. Hier, ich habe einen Stab. Gut gemacht. Denke jetzt an Feuer, an Flammen, an Licht. Feuer ist das erste Element. Konzentriere dich und feuere eine Flamme mit einem Stab ab. Feuer! Nichts passiert. Du bist kein Prinz, junger Mann. Manchmal halten wir uns für wichtiger, als wir sind. Aber keine Sorge, Zaubertränke helfen dir, wie jemand ganz Besonderes auszusehen. Ich habe im Moment keine Aufträge. Sprich beim nächsten Besuch nochmal mit mir. Ja, aber auf Kommando. Das Problem ist auf Kommando einfach. Nee. Das bedeutet, wir kriegen das noch hin. Ja komm, ich kaufe mal einen Gulliver-Trank, dann haben wir zwei davon, dann kann ich euch einfach mal zeigen, wie der so abgeht. Das will er haben, die Larve kriegt er nicht. Das will er haben. Ja, so, wo haben wir es dann? Hier, trinkt nochmal. Jetzt sind wir ein Riese. Wir machen kaputt. Bringt natürlich gar nichts als Riese, ich glaube, wir machen einfach nur ein bisschen mehr Damage. Aber ich glaube nicht, dass wir dadurch dann auch stärker sind. Oh, doch. Okay, okay, okay. Aber da wir das sowieso mit Feuer machen. Jo, wir sind dann eine Zeit lang ein bisschen größer. Das ist ganz lustig. Und ja, so sehen wir halt in groß aus. Kennen wir ja von Alice. Trink mich. Und dann macht es einfach mal diesen großen Lümmelplatt, der die über die gesamte Map... ärgert. Jo, Alice Madness Returns. Schleichwerbung für ein anderes Spiel. Oh nein, wie kannst du nur, Sascha? Was machst du denn da? Aber ist trotzdem ein schönes Spiel. Haben wir im Stream gespielt, gibt es als Let's Play. Von daher kann man sich bestimmt mal gönnen. So. Wunderbar. Jetzt haben wir wieder ein paar Kristalle gekriegt. Das ist super. Ich behalte jetzt mal ein paar Kristalle, weil ich einfach weiß, dass ich später ein paar brauchen werde. Sonst würde ich die Kristalle zu Flaschen herstellen und diese Flaschen dann an den Zauberer verkaufen. So kann man nämlich auch Kohle kriegen.
und meines Erachtens nach sogar relativ schnell. Und ja, Riesenkürbis. Wir brauchen noch 5 Minuten. Wie viel Ladung habe ich hier noch drin? Hier habe ich noch 2 Ladungen Wasser drin. Das ist super. Genau, später noch andere Sachen bauen, die mehr Ladung Wasser beinhalten. Das war vielleicht dumm. Tausch noch mal einen Kürbis rein. Aber kein, ich hoffe, dass der nicht zum Dingsbums wird. Ja, super. Wie viel von denen haben wir dann jetzt? 22. Das ist okay. Ah, super. Wunderbar. Ja, unser Planet ist zwar noch ein bisschen leer, nicht so voll, wie der beim letzten Mal gewesen ist, aber man muss sagen, der nimmt schon ein bisschen Leben an. Ja, jetzt heißt es eigentlich... Oh. Verschwinde! Wer hat hier das Sagen? Ich bin Arko, der erste Bewohner von Dayland. Verschwinde von meinem Planeten! Du hast einen neuen Zauberspruch gelernt. Feuer! Verwende den Stab mit dem Feuerzauber, um auf das Piratenschiff zu zielen. Jawohl! Du Lümmel! Was war das? Du sagtest doch, dass hier nur ein schwächliches Kind lebt. Brrr. Lass uns kämpfen, Kleiner. Mission. Der kriegt jetzt erstmal auf die Backen. Oh, der hat gefressen. Ich brauche mehr Kristalle. Scheiße. Oh, der macht natürlich ordentlich Aua. Da muss man aufpassen, der ist eigentlich richtig gut. Oh, Mist, du bist viel stärker, als mir gesagt wurde. Herr Brahm, bist du sicher, dass das der Planet ist, von dem du mir erzählt hast? Ja, auf jeden Fall, das ist er. Und jetzt lass mich bitte frei. Okay, ich bringe dich zurück zu deinem Raumschiff und lasse dich frei. Aber zuerst will ich mit diesem interessanten Jungen reden. Ich bin Goliath, Navigator der Sternennebel und Weltraumpirat. Das ist also der Pirat Kai. Ich esse sehr gern. Man könnte sogar sagen, ich liebe es zu essen. Für einen leckeren Happen würde ich jeden Planeten betreten. Unser gemeinsamer Freund Brahm, der Koch, erzählte mir von einem Kleinplaneten. Und einem Kind mit guten Kochkünsten. Als ich den Steinpilz probierte, konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich musste Brahm entführen, einladen, mich herzubringen. Ich will diese Gaumenfreude noch einmal erleben. Arko, beile, bereite das Gericht zu. Er kriegt gute Laune, wenn er etwas isst, das ihm schmeckt. Ich würde mich sehr freuen, Herr Goliath, ein Deichsteinpilzgericht für dich zuzubereiten. Jetzt, super, neue Mission. Jo, jetzt können wir eigentlich die Sachen machen. Der ist eigentlich ein ganz lieber Kerl, muss man sagen. Der tut immer so ein auf böse, aber ist eigentlich ganz cool. So, Küche, Deichsteinpilz. Wie viel können wir davon machen? Oh, wir haben ganz viele gesammelt. Der kauft uns auch viele Sachen ab. Gleich mal 9 Stück gemacht, dann kann der fressen bis zum geht nicht mehr. Das ist ein cooles Schiff. So einen kleinen Totenkopf drauf. Ups. Was für ein unvergleichliches Aroma. Das ist sogar mehr wert als eine ganze Truhe voller Smaragde. Hier, ein paar Münzen für die Unannehmlichkeiten. Anker lichten, ich bringe Herrn Brahm nach Hause. Aber ich komme bald zurück. Ich möchte weiterhin von dir zubereitete Köstlichkeiten probieren. Alles klar. Ihr verkauft uns auch ein paar coole Sachen. Der kauft auch Steine ab, wenn wir irgendwann mal zu viel haben. Ja. Na, wird mit der Zeit schon ein leicht sympathischer Kerl, muss man sagen. So, Sonnenblumen. Wunderbar. Ich muss sowieso was essen. Da esse ich nochmal ein paar Karotten. Hier nochmal eine Heidelbeere. Was macht eigentlich die Oh, Gesundheit 60, Lebensmittel 50. Die zubereiteten Sachen sind natürlich sehr, sehr gut. Die füllen unseren Magen wunderbar. Aber
die sind auch dementsprechend wertvoll. Deswegen würde ich würde ich lieber gerne sowas machen. Warte mal. Okay, dann zweimal Öl. Und dann kann ich mir zwei Brote backen. Ja, ist eigentlich ganz cool, weil hier brauchst du eigentlich nur Pilze, die hier sowieso überall rumwachsen. Und ja, der gibt dir auch ordentlich Asche dafür. Der Goliath. Mist, verkackt. Das war zu kurz. Wunderbar, es hat funktioniert. Hier nochmal eine Beere, von denen habe ich nicht so viel. So, ich habe auch wieder was eingesetzt. Wo ist Regen? Hier. Einfach mal schnell drüber. Dann, wunderbar, spare ich mir das Gießen. Und natürlich meine Brunnen nochmal voll machen. Hier so ein Fliegenpilz, den nehme ich natürlich mit. Kann ich nämlich die Suppe kochen und dann will ich mal gucken, ob entweder der Bra mich gut dafür bezahlt oder der Goliath. Aber ich glaube, das ist der Goliath, der da ordentlich Asche hinlegt für. Schneiden, schieben hier. Wie viele von denen habe ich? 54, das ist okay. Das ist okay, das ist wunderbar. Ja, hier nochmal drüber, um den Boost zu kriegen. Natürlich, jetzt muss die Regenwolke sich ändern. Wunderbar. Jetzt gehe ich nochmal schlafen. Was sagt denn der Timer? Oh, 35 Minuten. So, ich mache ein bisschen Intelligenz, dass unser Dingsbums nicht komplett einseitig wird. Ich würde sagen, wir machen hier einen Stopp und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.